Guten Morgen. Ja, ich habe gestern Abend noch meinen Plan geändert, da ich ja am Campingplatz weitergefahren bin. Habe ich beschlossen, dass ich heute schon meine letzte Etappe mache. Das heißt, dass ich heute schon bis Blankenese fahre, beziehungsweise erstmal nach Kranz. Und dann mit der Fähre nach Blankenese rüber. Und da dann auf den Campingplatz. Wobei, ich bin jetzt ja schon ein bisschen unterwegs. Ich habe es auch schon bereut. Ich habe vom Campingplatz aus die Adresse von der Fähre eingegeben in Skamin und lasse mich jetzt von dem dahin navigieren. Allerdings scheinen hier die Radwege alle unter aller Sau zu sein. Das Stück jetzt hinter mir ist auch wieder tatsächlich ein Stück vom Fernradweg Hamburg-Bremen. Denke mal, ich hätte auch einfach den weiterfahren können, zumindest das erste Stück, weil ich komme immer wieder auf den Weg drauf. Denke, boah, kann auch sein, dass vielleicht ein paar Abkürzungen sind, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, also auch der Fernradweg Hamburg-Bremen, da sind so viele Schotterwege dabei. Schotterwege an sich auch noch okay, aber die sind so schlecht, die sind entweder total versandet, dass du mit dem Straßenprofil, ich rutsch ständig weg, also gar kein, also ganz schlimm, oder die sind so steinig, dass du auch nicht fahren kannst. Also im Moment habe ich eigentlich keinen Bock mehr, aber jetzt ich habe mir vorhin erstmal Brötchen geholt, jetzt gibt es erstmal zweites Frühstück. Ich habe Hunger. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Im Auenland? Da hätte ich jetzt irgendwie gar nicht mit gerechnet. Ja, entschuldigt bitte, dass ich heute nicht so viel filme, aber irgendwie brauche ich fast die ganze Zeit beide Hände am Lenker, weil das irgendwie, ich weiß nicht, ob die hier keine Radwege kennen oder was. Ich habe heute echt den Mimimi-Modus an. Also, habe aber auch die Schnauze voll jetzt. Die ganze Zeit echt, ein bisschen viel. Ja, kurz vor Buxtehude kam ich dann aus dem Wald auf so eine sehr belebte Bundesstraße. Dann schnell durch Buxtehude durch, weil das war auch kein Spaß da. Und von da aus ging es dann ins alte Land Richtung Kranz. Bin jetzt auch gleich da. Aber irgendwas stimmt in meinem Fahrrad nicht. Irgendwie hat sich scheinbar die Schaltung verstellt oder was. Hat vorhin einmal gekracht. Keine Ahnung. Muss ich nachher mal in Ruhe gucken. Tja, Münster, Hamburg abgehakt. Ich habe es geschafft. Da ist die Elbe. Auch wenn gerade Niedrigwasser ist. Da drüben auf der anderen Seite ist Blankenese. Da hinten ist der Flughafen Finkenwerder. Hinter dem Pfeiler irgendwo. Ja, ich bin zufrieden. Jetzt muss ich noch ungefähr eine Stunde warten,
bis das Wasser wieder steigt, aber sieht so aus, als würde es schon steigen. Aber bis die Fähre wieder fährt. Und dann muss ich da mit dem ganzen Gepäck auf dem Fahrrad die Treppe runter. Hoffentlich geht das auf der anderen Seite nachher besser. Weil wir sind zumindest drin. Runter geht's ja noch. Hoch ist meist schlimmer. Ja, ich kann sehen, dass die Flut kommt, weil vorhin, als ich letztes Mal da runter geguckt habe, da war unten da am Pfeiler der Grund zu sehen und jetzt ist da ringsherum schon Wasser. Also setzt die Flut ein. Beziehungsweise, denk mal, sie wird schon längst eingesetzt haben. Oh Gott, seht ihr das? Die beiden Schiffe fahren aufeinander zu. Ob das gut geht? Ah, doch vorbei. Na, das ist aber eine große Fähre. Ist die Fähre da und es geht nach Blankenese. Ja, ich hatte mal geguckt, wenn ich von hier aus zum Campingplatz gefahren wäre, direkt, wäre es so circa 18 Kilometer noch mal zusätzlich gewesen. Da habe ich gerne auf die Fähre gewartet. Ja, und jetzt so wie es aussieht, muss die Fähre jetzt warten, weil da vorne ein Containerschiff kreuzt. Unseren Weg kreuzen.